Herzlich willkommen in der Welt von Selenia. Heute möchte ich euch über eigene Erfahrung berichten wiederum. Und zwar geht es um die Erlösung des Herzschmerzes durch Jesus Christus, durch das Christusbewusstsein von Jesus Christus. Viele wissen ja, dass ich mit ganz vielen geistigen Ebenen zusammenarbeite, auch mit Gottheiten oder mit Engelkräften oder Sternwesen. Und jeder hat ja eine eigene Energie. Und bei mir war das so, in diesen ganzen Entwicklungswegen, dass ich natürlich auch meine Themen hatte und sehr oft auch emotional und gefühlsmäßig an meine Wunden kam, Verletzungen gespürt habe, immer wieder mich auch in den Rückzug begeben habe. Und bei meinen Wegen ist es immer so, dass irgendeine Energie dann da ist für bestimmte Bereiche. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Udin gearbeitet habe, bestimmte Bereiche oder mit Erzengel Michael oder Mutter Maria oder Gott. Also jeder hat für mich immer einen anderen Bereich präsentiert. Und Jesus Christus ist ja in früheren Jahren schon mal bei mir gewesen und dann habe ich ein bisschen mit ihm gearbeitet, also mit dieser Energie. Und später dann, als ich so ganz heftige Transformationsprozesse erlitt, auch Umbrüche erlitt, war er dann auch sehr, sehr präsent. Natürlich, Gott war immer präsent, aber er war dann sehr energetisch da, geistig vor meinem Auge da. Und als ich in meinem Leben ganz viel weggerissen bekommen habe und immer wieder in diese Wunde reinkam, hatte ich eines Tages dann irgendwie auch keine Lust mehr. Ich habe gedacht, oh, ich lasse jetzt alles los jetzt, ne? Oh Gott, ne? Da hatte ich wirklich so einen tiefen Schmerz, also so einen emotionalen tiefen Schmerz in meinem Herzen und das war sehr, sehr heftig. Ja, und ich war es ja dann schon gewohnt, das irgendwie rauszulassen oder so, weil die Gefühle müssen ja auch raus und habe mich dann auch an frühere Begebenheiten erinnert. Und ich habe ja überall immer irgendwelche Bilder auch von verschiedenen in meinen Räumen stehen. Ja, und dann habe ich mich einfach hingesetzt. Ja, und habe mich dann auch geistig verbunden. Und habe aber nichts gemacht. Ich habe mich irgendwie in so einem, ja, im Herzensraum, in diesem für mich stillen Raum oder heiligen Raum, mich einfach hineinbegeben und ich habe alles sein lassen, alles losgelassen, alles sein lassen. Und in diesem Seinszustand kam da ganz nah zu mir Jesus Christus. Also ich habe ihn vor dem Geistigen auch richtig gesehen. Ich habe das Licht gesehen und ich habe dann ganz tief in meinem Herzen, aber wirklich tief, auf einmal eine Energie gespürt. Und diese Energie kannte ich überhaupt nicht. Die war mir total fremd. Also ich kenne schon ganz, ganz viele Energien aufgrund meiner Erfahrung, aber diese Energie, die kannte ich gar nicht. Und diese Energie, die ging, also das war so von innen nach außen, so, also ganz tief innen im Herzen, drang diese Energie nach außen. Und dann war alles weg. Also mit mir liefen dann so Berührungstränen, so nenne ich das jetzt, Berührungstränen. Und ich fühlte eine totale Leichtigkeit, ich fühlte eine Freude, eine Lebensfreude. Da habe ich gedacht, was ist denn das? Das geht ja gar nicht eigentlich.
Und das war innerhalb von, ich weiß nicht, Sekunden vielleicht. Alles spielte sich in, so habe ich das gefühlt, in Sekunden, Sekunden ab irgendwie und oder als wenn die Zeit stillsteht. Also, und es war wie weggewischt. Da war eine Kraft, eine sanfte Kraft, voller Liebe. Und alles andere war weg, also wie weggeräumt. Und das war für mich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Und ich habe mich dann immer mehr auch in diesem Christusbewusstsein hinein begeben, immer mehr in diesem Christusbewusstsein, in diesem Feld. Wenn wir jetzt sagen, ja, Jesus Christus, ja, das ist auch eine, der Name ist auch eine Brücke zum Christusbewusstsein. Und wir sehen Form oder wir sehen Energien oder wir spüren das nur. Im Endeffekt ist ja alles nur ein Bewusstsein, ein großes Bewusstsein, wo alle drin sind. Aber ich habe erfahren, dass diese Energie aus meinem Herzen gekommen ist, dann tief im Herzen drin, aus einem Raum, aus einem Bereich, ich sage mal aus einer Welt, aus einer Dimension oder aus einem Bewusstsein im Herzen. Und das war für mich wundervoll, also eine wundervolle Erfahrung. Und das wollte ich euch berichten. Ich wünsche euch auch wundervolle und wertvolle Erfahrung. Selenia.